What do we got over here? Es wurde gerade vorgeschlagen. Habt ihr Bock auf Spooktober von der guten Alicia Marie? Also für die Leute, die sie nicht kennen, es ist eigentlich eine, kann man sagen, Beauty ist, das klingt immer doof. Halt sowas hier, ne? Make-up, also Mystery-Make-up und bla und so ein bisschen kreativer halt, ne? Und im Spooktober ist es so, da macht die halt immer nur so gruselige Outfits. Und das ist das Besondere, dann lädt sie, oh boah, das sieht ja, guck mal, was da am Ende bei rauskommt. Richtig krank. Ich gucke, ich spiele am Licht rum. Doch, sieht schleimig aus. Ah. Sieht schon heftig aus. Hätte die so in den Katakomben gestanden, stellt euch das mal vor. Leute, ich habe gerade die übelste Idee bekommen. Und zwar, Freunde, wenn ich die 100.000 Abonnenten erreiche, wenn ihr richtig reinhaut bei den Katakomben, dann ist das gar nicht so unrealistisch, dass wir das dieses Jahr noch schaffen. Dann möchten wir 48 Stunden in den Pariser Katakomben bleiben, mit Übernachtung, zwei Übernachtungen und komplett Gänge erkunden, die nicht auf irgendeiner Karte sind. Jetzt kommt das Geilste. Jetzt kommt meine Idee, Leute. Jetzt kommt meine Idee. Es ist jetzt, das muss unter uns bleiben, Leute. Das ist jetzt Sache zwischen dir, der hier jetzt gerade zuschaut, und mir, okay? Okay? Ich werde den heftigsten Prank überhaupt planen. Alle sind eingeweiht, außer Eckbert. Geh mit dem Eckbert da runter, denn bin ich schön später noch in den Katakomben. Werdet ihr noch sehen. Hat der einen auf mutig gemacht, dann ist der immer vorgewatschelt. Ich so, Berkan, das traust dich doch wohl nicht so. Ach, dir ist doch egal. Der Eckbert kommt reingelaufen. Dann, Leute, dann steht ganz hinten im Gang, wo wir bei den Katakomben drin sind, ganz tief, steht sie. Und rennt auf ihn zu, Alter. Alter, und wir anderen, die eingeweiht sind, wir rennen alle in verschiedene Richtungen. Alle weg, weg. Und sie darf nur Eckbert hinterher rennen. Nur Eckbert. Guckt er zu. Jetzt Themawechsel. Ja, sie macht immer im Oktober den sogenannten Spooktober, wo uns mehrere Geisterjagd-Videos erwarten. Sie hat normalerweise nichts mit sowas am Hut, aber hat sich eine Geisterjägerin mit rausgesucht. Wahrscheinlich die, die wir aus den anderen Teilen von den letzten Jahren schon kennen. Let's freaking go! Bei unserer heutigen Location angekommen, und zwar ist es eine Kapelle, eine verlassene Kapelle im Grunde, die auch ein bisschen was mit Leichen zu tun hatte. Also da gibt es einige sehr interessante Räume. Minky war schon oft hier. Mhm. Sie hat schon unglaublich coole Sachen hier erlebt. Deswegen habe ich Hoffnung, dass es heute funktioniert und wir auch irgendwas aufbauen. Unglaublich. Ist das nicht Rezo? Nein. Ist das ihr Freund oder Bruder oder Kollege? Weiß das jemand? Aber er war auch in den letzten Jahren immer schon dabei, ne? Die beiden immer zusammen. Habe ich Hoffnung, dass es heute funktioniert und wir auch irgendwas aufzeichnen. Es ist jetzt momentan noch richtig hell. Drin sieht es richtig düster aus, aber wir kommen auf jeden Fall auch nochmal, wenn es ganz dunkel ist. Also so viel schon mal vorweg. Also ich habe ja tagsüber hier schon tolle Phänomene erlebt. Mhm. Und ich hoffe, dass wir das jetzt auch zusammen catchen. Ich überlege gerade, ob ich den Ort kenne. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Wir waren auch mal bei so einer Kapelle. Die Kapelle steht ganz in der Nähe eines Lazarettfriedhofs, der im Mai 1945. Das ist das, was ich kenne, glaube ich. PJ war mal da, okay. 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, entstand. Dort liegen bis heute über 1000 Menschen begraben, darunter über 300 Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg starben. Gegen Ende des Kriegs wurde gegenüber des Friedhofs ein Lazarett eingerichtet, bei dem Kriegsflüchtlinge Unterschlupf fanden und versorgt wurden. Bis 1952 starben hier über 700 weitere Menschen, die auf dem Gelände beerdigt wurden. Krass. Definitiv ein Ort mit viel Geschichte und damit auch viel Potenzial für Spuk. Hallo, vielen Dank erstmal, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Ellie. Ich bin Minky. Ich bin Nico. Ich bin Fabio. Ich habe hier schon so tolle Sachen erlebt, das wäre schön, wenn ihr wieder Vertrauen habt, das sind ganz liebe Menschen. Ich habe, das ist eigentlich Katzenspielzeug, ja? Und das muss man berühren, damit er leuchtet. Das habe ich auch. Hier, Katzenspielzeug. So kleine Bälle einfach. Ich bin doch nicht blöd. Und ich dachte schon, dass das weird ist, dass ich sowas benutze für eine PU. Legt auf eine Bahre und habe darum gebeten, dass das anfasst. Und dann hat wirklich der Ball angefangen zu leuchten. Jetzt bitte nochmal. Echt, boah, krass. Das ist Kommunikation. Dann habe ich gesagt, bitte nimm mal die Hand wieder weg. Also ich habe wirklich gesagt, nimm die Hand weg. Und dann hörte es auf. Krass, alle krass, guten krass. Dinge sind drei. Bitte, alle guten Dinge sind das drei. Das ist beeindruckend. Geh nochmal zu dem Ball, fass ihn jetzt nochmal. Es ist Wahnsinn. Und hier sieht man auch, obwohl das Ghost Radio drauf ist, dass der Ball nichts macht, weil jetzt könnte man eher sagen, durch die Vibrieren von dem Radio, dass da irgendwas passiert. Totale krasse Kommunikation. Übrigens mit dem Raum, wo ich das Phänomen hatte mit dem Ball. Und ich würde sagen, unabhängig, dass wir jetzt noch nicht richtig aktiv handeln,
Können wir trotzdem mal hier schon ein paar Sachen hinlegen, um einfach zu schauen, während wir uns hier auch bewegen, ob wir irgendwie ein Ding-Dong hören oder auch aufzeichnen, ob der Ball auch was macht. Wir haben jetzt hier eine kleine Kamera aufgestellt, einfach damit wir sehen, ob hier irgendwas passiert, wenn wir weg sind. Ich bin sehr gespannt, ob da jetzt was passiert oder nicht. Obwohl alle Geräte im Flugmodus waren, hat man ein Funkstörgeräusch gehört. Hört mal ganz genau hin. Ja, das hat man gehört. Ich bin sehr gespannt, ob da jetzt was passiert oder nicht. Okay. Jetzt nicht ultra gruselig, aber definitiv hätte ich es wahrscheinlich auch erwähnt im Video. Mythen-Eck, du bist schon kreativ, ne? Wisst ihr, was er schreibt? Er schreibt, das ist ein Sitzkissen für Leute mit Blähungen, die dann ungestört furzen können in öffentlichen Räumen, weil das Piepen den Furz dann übertönt. Mythen-Eck, du brauchst uns jetzt nicht die Konstruktion erklären, die du täglich nutzt, okay? Keiner hat danach gefragt. Nur weil du es täglich nutzt, heißt es nicht, dass du es uns hier im Chat erklären musst. Mensch! Wow. Wow. Handy ist alle auf Flugmodus? Ich glaube ja. Das war. Oh, es geht weiter. Schon ein interessanter Ausschlag auf jeden Fall. In diesem Moment hat unsere SLS-Kamera eine Figur direkt über mir aufgezeichnet, die sich mit dem K2 in meiner Hand bewegt. Hä? Fabio, guck schnell, komm mal her. Jetzt ist es weg, hast du es mit? Kannst du dich nochmal zeigen? Das ist ich krass. Bin's Minky, ich war doch schon mal hier. Kannst du nochmal zu Ellie gehen, zu dem Gerät? Jetzt bitte nochmal. Die Figur kam leider nicht zurück, vielleicht ja, weil sie einen Raum weitergewandert ist. Schade. Wie fühlt ihr euch? Leute, Minky hat gerufen. Ich weiß. Ist ihm gerade die Kappe von der Kamera abgefallen? Warum lädt das denn immer so lange? Mensch, Leute, deutsches Internet. Jo. Ihm ist die Kappe abgefallen. Apropos Spuk. Lea hat mir gestern richtig Angst gemacht, Leute. Ich komme ins Kinderzimmer, weil sie Luan die Flasche gibt. Plötzlich sagt sie, ja. Und Lea ist ja normalerweise, Lea ist diejenige, die mich mal runterholt. Ne? Die Lea glaubt auch. Doch, Lea glaubt schon an sowas, aber die ist halt so, entspann dich mal und so, ne? Und da war sie nicht so. Da hat sie gemeint, ey, hier spukt's. Der Kindersitz fürs Auto, dieser Cybex-Kindersitz, der hat sich von alleine dreimal mit einem ganz lauten Knacken einfach verschoben auf dem Boden. Also, keine Ahnung. Das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht gestern. Eine Puppe lässt grüßen. Hör auf, Tenne, jetzt! Themawechsel. Ich bitte dich immer um dasselbe, aber kannst du einmal dich auf den anderen Stuhl setzen? Sieht aber ganz entspannt aus eigentlich. Es sitzt auch voll gechillt. Hat einer Kleingeld von euch? Stühle finde ich nicht so überzeugend, weil die oft erkannt werden. Hab ich das Gefühl. Oh, K2 steckt aus. Habt ihr alle sicher Handy im Flugmodus? Ich hab einen Flugmodus. Ja, war wieder. Ich kann nochmal gucken. Jetzt ist es wieder ausgeschlagen. Ja, guck mal. Krass. Okay, vielen Dank. Auch rot sogar. Wow, dude. Ist aus? Warte. Nee. Vielleicht war es Fabio. Oh, das ist gerade echt sehr enttäuschend. Das ist, oh nein. Das bedeutet mit anderen Worten, dass alles, was wir vorher gesehen haben mit dem K2 Meta, für mich das leider nicht paranormal macht. Ein Handy ist die größte Störungsquelle, Leute. Ihr könnt in einen anderen Raum gehen. Und ihr braucht nur eine Nachricht irgendwo zu bekommen oder eine Benachrichtigung von Insta oder so und direkt schlägt das EMF aus. Das diskreditiert leider alles, was vorher mit dem EMF passiert ist. Schade. Das machen wir immer als allererstes. Alle Handys aus oder auf Flugmodus. Am besten aus. Fabio hatte zwischenzeitlich noch mal kurz sein Handy angemacht und vergessen, den Flugmodus wieder zu aktivieren. Genau deswegen prüfen wir eigentlich immer vor den Drehs, ob alle... Ja, guck, sie sagt genau dasselbe. Kann man... Leute, man kann es nicht verhindern, ne? Man kann es nicht verhindern, dass mal jemand das vergisst oder so. Alles gut. Handys auf Flugmodus sind, bevor wir anfangen. Aber gut, weil wir jetzt nicht sicher sagen können, ob die Ausschläge auf dem K2 durch Fabios Handy ausgelöst wurden, sind die in diesem Raum leider erstmal komplett für die Tonne. Anzeige ist raus, Fabio. Finde ich aber sehr authentisch und geil, dass sie es erwähnt. Warum der rechte Stuhl ganze 2 Grad kälter war, kann ich euch nicht sagen, aber die Figur saß dort. Ich will es ja nur mal gesagt haben. Würde ich sagen, gehen wir jetzt noch mal runter in den Keller irgendwie.
jeden Fall gruselige Location, ey. Safe. Oh, wow, Nico. Bitte. Ja, hi. Direkt neben uns, ne? Kannst du den Arm nochmal bewegen? Wow. Nochmal runter, bitte, den Arm. Danke. Wow. Wieder hoch. Danke, perfekt. Weißt du, was hier los ist? Was? Hier scheinen wirklich viele Menschen irgendwie zu sein. Dieses grüne Licht, was ich in der Hand habe, darfst du sehr gerne mal anfassen. Einfach nur, dass wir wissen. Die Hand sich echt dahin berühren. Wenn du mit dem grünen Licht nicht so ganz zurechtkommst, kannst du auch gerne einfach wenn's jetzt ausschlägt, ne? Geräusche machen. Aber er bewegt sich auch nicht wirklich weg, oder? Nee. Zeigst du uns gerade eine Richtung, in die wir laufen sollen? Oh, wow. I'm out. Ey, ich muss die SLS-Kamera öfter nutzen. Ich muss die öfter nutzen. Das Ding ist, die letzten zwei Male, wo wir die genutzt haben, mussten wir abbrechen, weil irgendwas nicht geklappt hat mit der Kamera. Aber das ist krass, ey. Könnt ihr euch das erklären? Wow. Alles klar. Das heißt, wir sollen in die Richtung rein? Ja. Okay. Dann machen wir das mal, oder? Ja, da ist ein Sarg, ne? Wow. Was? Dieses Holzding hier in der Ecke ist tatsächlich ein kleiner Sarg in dem Raum, zu dem die Figur uns geschickt hat. Ziemlich creepy Zufall, oder? What the hell? Dass der Arm dann hier so rüber geht und hier liegt ein Sarg? Das zeigt uns, dass die uns eigentlich verstehen. Ja, total intelligent. Und eigentlich auch interagieren möchten. Deswegen haben wir auch so viele Tools dabei, weil wir nicht wissen, wie sie interagieren können oder wollen. Also stellen wir halt alles auf und die suchen sich ganz aus. In dem Fall hat er direkt so gezeigt, ja, lauf da rein. Crazy. Das ist echt krass. Kommen sie wahrscheinlich bei Nacht dann wieder. Wir machen dann mal einen kleinen Zeitsprung. Tagsüber Ghost Hunten kann ja jeder, aber wir haben uns mitten in der Nacht natürlich noch einmal auf zur Kapelle gemacht. Leute, ich will es jetzt alle in den Chat schreiben sehen. Bei Nacht! Die Kapelle und vor allem ihr Keller war vermutlich ein wichtiger Ort für Verstorbene nach ihrem Tod. Die Räumlichkeiten im Keller lassen doch sehr deutlich darauf schließen, dass diese hier auf ihre Beisetzung vorbereitet wurden, um dann auf dem Nagelfriedhof ihre letzte Ruhe zu finden. Der Friedhof wurde erst 1952 für Beisetzungen geschlossen. Vermutlich fanden hier die Verstorbenen also einen temporären Ruheplatz, bis sie dann beerdigt werden konnten. Wow. Mir wären jetzt schon wieder die Kommentare drin gewesen unter dem Video. Ja, du und Berkant, Eckhant, ihr nehmt das ja gar nicht ernst und so, weil wir da einmal Späße machen. Hatte ich schon, kriege ich immer wieder solche Kommentare. Gar kein Humor mehr, nur noch ernst machen wir jetzt. Hallo, ich bin Leon von Leon TV und heute werden wir eine paranormale Untersuchung tun. So mach's jetzt nur noch. Also ich würde sagen, wir gehen einfach... Ja. Im Baum, oder was? Gut, ist ja geknackt im Baum. Kannst du das normal machen? Es ist ein Baum. Oder was? Es ist... Ah, schon spannend, aber es ist... Wenn man im Wald ist, so, da macht vieles Geräusche nachts. Das braucht nur ein Tier sein. Hier ein bisschen Wald. Das heißt, es könnten auch ab und zu mal Tiere... Geräusche machen. Das müssen wir bedenken. Ja. Also wir werden jetzt nicht komplett ausrasten. Okay? Ich brauche eigentlich gar kein React machen. Sie sagt eh immer genau das. Sie sagt wirklich jedes Mal, wenn ich was sage, sagt sie eine Sekunde später dasselbe. Alter, das ist doch kein Zufall mehr. Professionell. Wir bleiben skeptisch. Also bisher die Ergebnisse, die sie hat, waren ja schon spannend. Muss man einfach sagen. Ist ehrlich ein Fall für Mysteries. Da muss man echt nochmal für Mysteries hin. Oh, Leute, komm her. Komm mal links ins Eck. What? Da stehen... What the f... Guck, wie viel hier draufsteht. Hä? Hey, das siehst du halt nicht, ne? Nee. Oh, wow. Krass. Wow. Also... Das ist schon irgendwie komisch, oder? Das kriegst du nicht weggekratzt, ne? Also, ich kann es mir gut vorstellen. Also... Was? Was geht denn jetzt ab? Hast du das nicht gehört? Was denn? Habt ihr das nicht gehört? Nein, nein. Jetzt hör doch auf zu spinnen. Warum kommst du hier rein, wenn wir hier drinnen eingeschlossen sind? Das macht mir doch. Habt ihr das nicht gehört? Die Schritte gerade da draußen? Nein, ich hab dich gehört, aber ich hab draußen nichts. Ich hab aber auch nichts.
zugehört, ehrlich gesagt. Ey, sag mal, ihr habt das gerade nicht gehört, Leute? Was? Meine Kamera ist übrigens ausgegangen. Ey, also wenn das nicht auf Band ist und ihr das nicht gehört habt, Leute. Was hast du denn gehört? Ich habe gehört Schritte, so richtig bum, bum, bum. Das habt ihr nicht gehört, oder was? Wo kommen die denn her? Na, von da oben. Auf der Kamera hat man es nicht gehört, ja. Definitiv habe ich, dann habe ich das gehört, dann hoffe ich, dass aber noch was passiert. Also deine Reaktion war überzeugend. Also tut mir leid, ich dachte, da kommt einer richtig runter. Also ich sage, es ist, wenn Minky springt. Dann muss viel passieren, Minky springt nicht oft. Also tut mir leid, also, ich glaube, das habt ihr auch noch nie erlebt mit mir, oder? Nicht. Deswegen habe ich selber voll Angst gekriegt gerade. Ey, ich sag dir was, wenn das nirgendwo drauf ist, das was ich gehört habe, dann muss ich aufhören mit dem Ghost Hunting. Also, sollen wir checken, ob es drauf ist? Sollen wir checken, ob sie aufhören muss? Warte, komm, wir checken es nochmal, oder? Wir checken es nochmal. Also ich kann es mir gut vorstellen. Ah, es ist. Ich weiß nicht, ob sie es nochmal wiederholen, aber hier ist es eher schwierig zu hören, wegen der ganzen Hintergrundmusik. Ich kann mir gut vorstellen. Also. Was? Nee, leider nicht. Da hätte man das nochmal im Replay vielleicht ohne Ton zeigen müssen, also ohne Musik. Dann muss sie wohl aufhören mit dem Ghost Hunting. Nein, Spaß. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Und ich bin so froh, dass ich das nicht alleine gehört habe. Hey, ich krieg Gänsehaut, ne? Ich hab's bestimmt auch gehört. 100 Pro. Kannst du das nochmal machen? Trau dich ruhig. Da wir genau hier auch das Phänomen mit der Figur, die uns in... Zu weit, er hat es auch gehört. Habe ich das echt übersprungen, versehentlich? Jetzt aber. Jetzt hör auf zu spinnen. Warum kommst du hier rein, wenn du hier drin bist? Das war diese Situation. Da haben wir gerade reingehört. Also deine Reaktion war überzeugend. Also ich truste hier zu 100%. Ich habe es nur selber in der Situation jetzt nicht raushören können im Video. Also tut mir leid, ich dachte, da kommt einer richtig runter. Also ich sage, es ist, wenn Minky springt. Dann muss viel passieren. Minky springt nicht oft. Also tut mir leid, also, ich glaube, das habt ihr auch noch nie erlebt mit mir, oder? Nicht. Deswegen habe ich selber voll Angst gekriegt gerade. Ey, ich sag dir was. Wenn das nirgendwo drauf ist, das, was ich gehört habe, dann muss ich aufhören mit dem Ghost Hunting. Dann ist vorbei. Minky hat es offiziell gesagt. Aber ich finde es an der Stelle hört man es nicht, oder? Gibt es hier. Warte mal, hört ihr das? Habt ihr das gehört? Es war aber, glaube ich, auch, wie gesagt, die vielen Soundeffekte etwas unglücklich zu dem Zeitpunkt. Okay, das hat keiner hier gehört. Okay. Wow, Minky, stopp! Was? Über uns. Hast du es jetzt gehört? Über uns, ich schwöre dir. Stellen immer noch mal anhören. Wow, Minky, stopp! Ja, da hört man's, ne? Was? Über uns. Hast du es jetzt gehört? Über uns, ich schwöre dir. Habe ich kurz gebraucht, um zu schneiden. Ja, man hört das auf jeden Fall. Das ist krass, das ist echt krass. Soundeffekte sind nervig. Geht, ich finde Soundeffekte an sich nicht nervig. Es kann ja durchaus sein, dass die Soundeffekte an Stellen drüber gelegt wurden, wo man sowieso nichts raushört. Ne? Also, wenn sie schon selber gecheckt hat, ob man es hört oder so und man es nicht hört, dann ist natürlich logisch, dass dann die Musik einfach da bleibt. Also, das würde ich selber wahrscheinlich genauso tun. Aber das hat man auf jeden Fall gehört. Das fand ich auch cool, dass das dann ja jetzt wiederholt wurde und so. Ich denke mal, beim ersten Mal hat man es einfach nicht gehört. Ne? Deswegen. Habe ich kurz gebraucht, um zu schneiden. Krass, wow. Hast du es jetzt gehört? Ich schwöre dir, ich hab's gehört. Ja, okay, dann mach ich weiter. Oh mein Gott. Die Ghosthunterin bist doch nicht in Rente gehen. Die, das war wirklich, was ist denn losgesprungen? Kannst du, bleibst du mal bei mir, dass die Tür hier zugeht, oder was? Ich wollte dich jetzt hier allein lassen. Heilige Scheiße. Aber es hat sich angehört, als wäre es genau über uns. Aber richtig aggressiv, oder? Ja, genau. Das wäre losgesprungen. Ich stand doch gerade da, wo du standst. Wenn ich jetzt hier klopfe, wenn ich irgendwas am Boden mache, weil nichts hört sich so an, wie das, was Minky und ich gehört haben. Dann hätten sie auch alle gehört. Es hätten ja auch alle gehört, das ist absolut verrückt. Absolut verrückt, ich komme nichts drauf. Und hier mit der Tür ist es auch nicht, weil ich stand hier und du standst hier. Ist auch nicht das Geräusch von der Tür. Und ich sag ja gefühlt, es war wirklich über uns. Als würde einer Anlauf mit einer Axt auf uns losrennen. Genau. Das war nicht.
Also hier schreibt Akira Dragon auch, dass es ein Marder gewesen sein kann. Also ich selber habe einen Marder noch nie dann, glaube ich, so bewusst gehört im Lost Place oder so. Aber es ist natürlich schon krass, weil es hört sich sehr laut und menschlich an. Normal. Also aber von den kleinen Steps würde es schon ein bisschen passen, ne? Ich bin jetzt nicht alleine damit. Das macht mich gerade happy, nicht. Weil ich habe jetzt echt... Echt nicht. Ich sage das jetzt nicht, weil Minky das gesagt hat. Es hat gebollert. Können wir nichts erzählen. Es hat gebollert über mir. Ich würde sagen, ich kriege da jetzt einfach mal Ellie die... Und? Habt ihr es auch gehört? Nein? Hab ich mir das jetzt eingebildet? Was denn? Es hat geknackt. War vielleicht Einbildung. So. Nico, bist du cool? Ja. Bringst du das nach unten, wo ihr die eure Kamera aufgestellt habt? Vielleicht macht das Ding dumm. Nico, willst du dann noch runterlaufen? Aber sonst nichts zu tun. Oh, Alter. Oh, Minky, mach das so. Ja, mach Scheiße. Ich. Das gute REM-Pod, höchstwahrscheinlich, ne? Ist ein umgebautes REM-Pod, ne? Mit dieser Fläche quasi, aber ist ja im Grunde nichts anderes. Soll ja nur irgendwas Lebendiges erkennen. Vorstellen. Totes oder soll einer mitkommen? Oder Totes. Minky wollte jetzt doch nochmal Bewegungsmelder aufstellen unten, da wo wir auch die Kamera aufgestellt haben. Nico geht da jetzt alleine runter. Nico geht da jetzt alleine runter. Der Arme. Das tut man nicht alles für ein bisschen YouTube. Jetzt wird's gruselig. Das sage ich in jedem zweiten Video. Sie sagt echt immer genau dasselbe wie ich. Wie gesagt, ich brauche gar nicht reacten eigentlich. Und Gregor, ich glaube, du hast recht. Sie hat vorher meine Videos gesehen und wiederholt immer das, was ich sage. Wahrscheinlich größter Fan und deswegen. Ah, jetzt verstehe ich's. Mensch, warum wusste ich's nicht? Es tut mir so leid, warum man sich das gerade antun muss. Alles klar. Und... wieder raus. Nee. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du das Vertrauen hast und doch nochmal zu dem Teddybär gehst oder zu dem roten Ball. Ich höre Nico auch quatschen. Player 4 has entered the game. Ich habe mich so maximal unwohl gefühlt, an den ganzen Leichenbetten nochmal alleine vorbeizulaufen. Aber hey, noch lebe ich. Also für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja sonst immer auch nachmittags hier gewesen, am Tageslicht. Und ich muss schon sagen, man sieht ja, es wurde alles umgebaut. Mhm. Und ich denke, dass das auch so... Stell dir mal vor, du bist im Urlaub, du kommst nach Hause, auf einmal ist alles umgestellt. Ja. Es ist auch eine Störung für die. Weil ganz ehrlich, wenn wir da unten waren, dann kam das Polter eigentlich von hier. Also nachdem ich diese Schritte jetzt gehört habe, wie ich es ja noch nie gehabt habe hier, weil wir sind ja rein in die Kapelle und wir haben ja alle gesagt, wir fühlen uns hier wohl. Mhm. Und als wir dann da unten waren und ich habe wirklich diese aggressiven Schritte gehört, passt halt zu dem, wie jetzt hier der Zustand irgendwie ist. Mhm. Ne? Dass man irgendwie sagt, nö, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Wir wissen ja nicht, was wirklich für andere Leute hier waren, weil da vorne ist ja auch ein Schild in Rot, wo jemand geschrieben hat, Leute, macht hier nicht so bestimmte Experimente oder so. Mhm. Und das finde ich immer wieder schade, weil es ist eigentlich ein schöner Lost Place. Klar. Sie könnte recht haben. So ein Gefühl hatten wir auch auf jeden Fall schon bei der einen oder anderen Location. Werdet ihr auch sehen, das ist noch ein Video, was auch noch kommt, aber dass manchmal dadurch, dass Leute so respektlos mit den Orten umgehen, dort auch sich keine Präsenzen oder so mehr aufhalten oder sich trauen zu kommunizieren. Das ist jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, weil das müsste bedeuten, dass es auf jeden Fall Präsenzen gibt und dass sie sowas wie ein Bewusstsein dafür haben, was man dort veranstaltet. Aber ich halte das nicht für unmöglich, weil am Ende des Tages ist es immer eine Sache von Respekt, wie man daran geht. Und wenn da immer wieder Leute hinkommen, die Sachen zerbersten, kaputt machen, kann ich mir schon vorstellen, dass das paranormale Untersuchungen negativ beeinflusst. Entweder im Sinne von, dass negative Sachen passieren oder dass nichts passiert. Ich würde sagen, wir stellen uns noch einmal offiziell vor. Okay, ich bin Ellie. Könnt ihr uns vielleicht euren Namen verraten? Minky gesagt. Was? Verdammt. Das war sogar so eindeutig, dass sie es rausgehört haben. Heftig. Haben gesagt. Erkennt ihr Minky vielleicht? Wenn ihr eure Ruhe wollt, müsst ihr uns das auch mitteilen am besten. Möchtet ihr uns etwas sagen? Das ist ganz weit weg. Jetzt ist der da gerade angegangen. Der
war gerade beleuchtet. Das hat wieder jetzt keiner gesehen, ne? Okay. Gefühlt sehr ruhig wieder, ne? Ganz, ganz weit entfernt, leider. Ja. Ihr könnt uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. An dieser Stelle verabschieden wir uns vom ersten... Ich fand auch tatsächlich die Ergebnisse, die sie am Tag hatten oder als sie gerade reingekommen sind, spannender als das, was zum Schluss bei rausgekommen ist. Aber Leute, ich finde, dieses Video ist ultra gut, weil es sie sehr authentisch macht. Nicht in jeder Lost Place paranormalen Untersuchung passiert auch automatisch irgendwas mega krasses. Und das zeigt sie hier. Finde ich mega.